Ja, Thema Signalverarbeitung. Ich habe überlegt, was ich präsentieren kann. Ich habe mich für zwei Themen entschieden. Signalverarbeitung im Bereich der Medizin und im Bereich Audio. Audio finde ich zum Beispiel dicke Autos sehr schön. Im Auto kann man auch deutlich, aus meiner Sicht zumindest, deutlich besser Musik hören als zu Hause. Sie haben einfach mehr Lautsprecher, sie können lauter aufdrehen. Da beschwert sich kein Nachbar, keine Ehefrau, keine Kinder oder sowas. Und da kann man eigentlich mit Signalverarbeitung doch spannende Sachen machen, weil es viele Lautsprecher mittlerweile in den Autos gibt. Und man kann doch noch einiges verbessern. Zum Beispiel so eine Rechts-Links-Problematik, wenn die Navigationsstimme da irgendwo sagt, man soll links abbiegen. Dann fände ich es zum Beispiel schön, wenn man das Ganze nach links rüber routet. Also man hört auch von links, dass man links abbiegen soll. Das Gleiche gilt von rechts. Man kann genauso auch den Prompt in 3 Kilometern links halten. Vielleicht ist nicht ganz so wichtig, eher oberhalb platzieren mit ein bisschen Echo. Das hilft beim Navigieren im Auto, wenn man sich auf was anderes konzentrieren muss. Ja, und das andere Feld, kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen, Medizin. Da finde ich selber die Kardiologie und die Neurologie, also Herz und Gehirn, eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel im Bereich Gehirn kann man neue Sensoren bauen, die magnetischer Art nun sind. Die erlauben einfach deutlich bessere und eigentlich auch günstigere Analysemethoden den Ärzten an die Hände zu geben. Es gibt ein ganz großes Forschungsprojekt hier an der Uni, wo sehr viele mitmachen, Physiker, Mediziner, Materialwissenschaftler, Ingenieure. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen was darüber erzählen. Und als Anwendungsfall vielleicht dann doch noch mal ein bisschen was Konventionelles. Ich habe eine EEG-Kappe auf oder zeige das zumindest, wo ich mal versuche zu buchstabieren, ohne dass ich aber irgendwas sage oder irgendwas eintippe, sondern einfach mit meinen Gedanken. Und wie schnell oder wie langsam das geht, das zeige ich Ihnen am besten dann auf dem Vortrag.